Die Fraktionsklausur, heute beginnt sie. Ja. Was erwarten Sie davon? Ja, ich erwarte mir natürlich das Aktuelle, was diskutiert wird, auch in der Fraktionsspitze. Die haben ja schon vorher getagt, was die uns für, sagen wir mal, Empfehlungen geben, was die Euro-Krise angeht. Ich hoffe, dass wir sehr viel inhaltlich debattieren werden, neue Impulse finden werden und insbesondere auch zu den Kernthemen, die wir uns vorgenommen haben, nochmal unser inhaltliches Bild schärfen können. Spannende Zeiten. Mich bedrückt vor allen Dingen das Thema Euro. Ich gestehe, dass das Thema Euro in den 9 Jahren meiner Tätigkeit im Bundestag das mit Abstand schwierigste Thema ist, weil man wirklich nicht weiß, was richtig ist. Und das steht ja heute im Vordergrund. Und dann haben wir morgen einige weitere Themen. Und ich nehme an, dass die aktuellen Diskussionen über Außenpolitik durchaus auch zur Sprache kommen. In welchem Umfang, wie intoniert, kann ich noch nicht sagen. Ich lasse mich überraschen.